Wie ihr schon gesehen habt, sind wir ja mit dem Abdichten fertig. Das heißt, wir haben jetzt alle Stellen sind fertig und jetzt kommt die nächste Arbeit dran, und zwar das Alubutyl. Das Alubutyl ist so Schwerfolie oder Schwergummifolie, wie auch immer man sie nennen möchte. Die soll Schwingung reduzieren, das heißt, die kleben wir jetzt hier auf die ganzen Teile, auf den Boden, auf die Seitenwände, überall hier. Und genau, das soll eben verhindern, dass das Metall so stark schwingt, und das soll dann eben ein bisschen Geräusch dämmen, also schön den Schall isolieren. Und damit fange ich jetzt an. Viel Spaß! Hier das erste Stück ausgemessen. Da schneiden wir jetzt das erste Stück Alubutyl zurecht und dann versuchen wir es drauf zu kleben. Vorher waren ja in der Karosserie einfach so die Schrauben drin, mit teilweise Mutter auf der anderen Seite. Und wir haben jetzt an gewissen Stellen noch Nietmuttern reingemacht, wo kein Gewinde drin war, dass wir da die Löcher quasi als ganz normales Gewinde nutzen können. Das war mal hier der Fall und da der Fall. So, wir haben jetzt hier vorne gerade noch ein Stück Alubutyl geklebt. Wichtig ist, ihr habt da gerade gesehen, der Pascal hat die Folie so ein bisschen abgezogen. Ich habe es mit den Händen festgedrückt. Und danach haben wir uns noch so eine Schaumstoffrolle-Dings gekauft, um das dann nochmal richtig festzudrücken, weil es sollte sich richtig gut mit dem Untergrund verbinden, damit es sich auch nicht von alleine wieder ablöst. Und jetzt machen wir die kleinen Kanten hier noch. Und danach kleben wir das Armaflex drauf. Ja. So, wir haben jetzt das ganze Alubutyl erstmal im hinteren Bereich reingeklebt, da wo wir es hin haben wollten. Und ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben es zurechtgeschnitten für die Stellen, wo wir es brauchten. Und sind eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden. Es ist relativ leicht zu verarbeiten. Zuschneiden, Folie abziehen und dann draufdrücken. Wenn man sich mal ein bisschen verklebt hat, könnte man sogar noch leicht wieder abziehen und dann wieder festkleben. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Die Löcher, wo die Sitze mit befestigt waren, die haben wir erstmal wieder reingemacht, weil dann noch das Armaflex drüber kommt und dann kommen die Schrauben wieder da rein, damit die Löcher auch dicht sind und da kein Wasser von unten hochkommt und irgendwie unter das Alubutyl oder sowas läuft. Ja. Hast du noch was zu ergänzen zum Alubutyl? Ja, wichtig ist, was uns jetzt so im Laufe der Zeit aufgefallen ist, ist es relativ kalt. Wir haben jetzt Anfang Februar und im Auto ist es kalt, draußen ist es kalt und da klebt das Alubutyl nicht so gut. Wir haben das jetzt mit einem Heizlüfter gelöst, also wir hatten mehr oder weniger die ganze Zeit einen Heizlüfter laufen. Heizlüfter? Um das Ganze ein bisschen zu erwärmen, die Temperatur im Auto ein bisschen zu erhöhen, um dann das Ganze Alubutyl anzudrücken. Das hat dann auch gut funktioniert, das hält jetzt auch alles, und wenn ihr das einklebt, entweder macht das im Sommer oder guckt, dass es irgendwie in einer Garage macht oder
die Temperatur im Auto ein bisschen erhöht. Ja. Gut, haben wir sonst noch was? Nö. Dann viel Spaß beim Aluminium einkleben im eigenen Auto. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Genau, falls ihr noch mal wissen wollt, welches Zeug wir genommen haben. Die Verlinkung zum Alubutyl ist unter dem Video, damit ihr wisst, was wir da gekauft haben. Wir haben jetzt, ich glaube, 8 Quadratmeter gekauft. Davon haben wir ungefähr, ist doch so ein paar kleine Schnipsel, haben wir alles? Vier Quadratmeter. Mhm. 4 Quadratmeter haben wir bis jetzt erst verbaut, aber wir haben auch erst den hinteren Teil gemacht. Das Dach kommt noch dran und der vordere Bereich wird auch noch damit ausgekleidet. Aber mit 8 Quadratmeter Alubutyl sollte man eigentlich jetzt für die Größe des Defenders auf jeden Fall gut hinkommen, damit man alle Bereiche flächig auskleiden kann. Ja. Dann nochmal viel Spaß beim Selbermachen, ja. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao. Ciao.